Hallo Leute, schönen Sonntag wünsche ich euch. Yo, mit 145 Frames, Motherfucker, Alter, ich pack das Leben nicht mehr. Ey, auf jeden Fall, mit Rennen sind wir ja letztens fertig geworden und jetzt kommt das nächste, die Plattformen, wie ich euch erzählt habe. Da gibt es anscheinend eh nur 5 Level, also müssen wir das in dieser Folge, Episode, Session, ich würde es schon fast als Session bezeichnen, aber na, eine halbe Stunde ist eigentlich noch keine Session. Ja, auf jeden Fall freue ich mich schon, bin gespannt auf den Game Mode. Ich bin da nur kurz reingegangen und habe geschaut, um was so ungefähr geht. Ich habe auch gesagt, dass bei Weiß werde ich, achso, jetzt muss ich mal wieder reinkommen. Ich habe das seit über einer Woche wieder nicht gezockt. Das ganz einfach. Was wollte ich jetzt sagen? Achso, dass ich bei Weiß, je. Oh Gott. Bei Weiß. So, jetzt schaffe ich es gleich. Moment. Bei Weiß werde ich alle Goldmedaillen holen. Das wollte ich sagen. Jo, so sieht's aus. Das heißt auch bei Plattform, das was wir jetzt gerade machen. So, darauf wollte ich hinaus. Heilige Scheiße, Alter, was? Wer ist auf die Idee gekommen, so eine Kurve hier zu bauen? Diese Zahlen bedeuten, glaube ich, nur, wie oft man sich zurücksetzen darf. Ah ja, genau. Man hat unendlich viel Zeit, um das Level zu schaffen. Hauptsache, man schafft es nur irgendwie und das ohne sich zurückzusetzen. Ja, genau. Also können wir bei der Kurve auch langsam fahren, weil wir keinen Zeitdruck haben. Ich bin echt ein Genie. Oh mein Gott. Heilige Scheiße. Das schaffen wir nicht, das schaffen wir nicht. Das schaffen wir auch nicht. Schau, Genie. So. Und Bronzemedaille kriegt man ab 10-mal zurücksetzen. Ich sag's, wer setzt sich 10-mal zurück in dem Level? Naja, vielleicht. Wenn. Nein, ich bin nicht frauenfeindlich. So, ich sage jetzt nichts. Ja. Okay. Okay, achso, da wäre auch eine kleine Chance gewesen. Na gut, aber wir haben es geschafft. Das heißt, wir haben auch Gold bekommen. Das, was wir haben wollten. Und auf jeden Fall tun wir jetzt mal beenden und gehen gleich zur Plattform 2, YouTube. Ja, ich schaue nur kurz, ob der Sound so passt. Wir sehen uns gleich. Okay, mit dem Sound passt soweit alles. Ja, dann würde ich auch sagen, gehen wir direkt in den nächsten Level. Ding, Plattform A2. Sieht ja auch ganz schnuckelig aus hier. Ah, sogar mit dem Auto hier. Naja. Achso, und ich habe die Farben vorhin gerade nochmal geändert. Weil am Anfang, wo wir die ganzen Farben eingestellt haben, haben sich manche irgendwie zurückgesetzt und nicht die richtigen, die wir haben wollten. Und deswegen habe ich es jetzt nochmal ein bisschen verändert. Heilige Scheiße. Okay. Gut. Gott sei Dank kann man in dem Game in der Luft bremsen. Okay. Ja, super. Wahrscheinlich hätten wir, keine Ahnung, weiter rechts oder so müssen. Ah, okay, da müssen wir wieder rechts. Hab schon wieder vergessen. Ja, ist aber kein Wunder, dass die Dateien von Trackmania immer so groß werden. Ich meine, Leute, schaut euch das an. 120 Frames permanent, was ist das? Naja, solange es nicht ruckelt und für euch schön ist. Schau, da sind die Pfeile eher angezeigt. Das hätten wir halt mal sehen müssen. Ups. Okay. Wow. Okay, das war knappe Sache. Aber Plattform ist auf jeden Fall schön, mal was anderes, ne? So. Ja, sieht gut aus. Sieht nicht gut aus. Kriegen wir jetzt noch genügend Speed? Naja, mal gucken, was wir uns überraschen. Wow. Oh, okay. Haben wir noch hinbekommen per Scherze. So, beenden müssen wir da immer und jetzt ab zu Plattform A3. Ja, anscheinend wieder mit diesen Canyon-Autos hier. Ich weiß nicht, wie die heißen. Auf jeden Fall. Ja, so wie das ist, ne? So. Jo.
Ja, aber ich glaube, ich habe nicht mal bei jedem die Farbe geändert. Ich weiß nicht. Nur bei dem Island Car auf jeden Fall muss ich unbedingt die Farbe ändern. Das wollte ich unbedingt in so gelb haben. So. So. Super. Sehr schön. So, haben wir uns direkt so rüber. Ah, ist doch bald besser ein bisschen. So. Nein, eigentlich nicht. Die Route 8 ist das hier. Ein bisschen umgebaut. Ja! Wir sind da gerade gegrindet oder wieder Test. Nein! Sag mal, wer macht da ein Loch in die Straße? Das habt ihr doch mit Absicht gemacht, bist du? So, okay. Sieht gut aus. Wohin? Da! Ja, super! Kipp um! Kipp andersrum! Danke! Boah, ist auf jeden Fall. Also, wenn man die Strecke nicht kennt. Aber ich finde Plattform ziemlich lustig. So. Aber das sind ja, wie gesagt, nur 5 Level. Als nächstes werden wir uns dann in die Nations schwingen in die paar Level und dann wird sich das wiederholen und dann machen wir auch noch Schwierigkeitsstufe Grün auf jeden Fall. Ja. Die Star Treks lassen wir, wie gesagt, das und den Puzzle-Modus und den Stunt-Modus auch. Hab keinen Bock dazu. Ja. Ja. Sicher kann man da auch Rekorde aufstellen, aber ich bin nicht interessiert. Ganz ehrlich. Ich will nur meine Goldmedaillen in den Westen haben. So, oh yeah. Sind wir vorsichtig oder was? So. Okay, okay. Kann sein, dass ich gerade wie eine alte Schachtel fahre, aber. Ja, sorry, Leute. Wow. Ja, danke. So, gut. Ab in den nächsten in Plattform A4. Oh, wartet. So, und schon wieder da, Leute. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, was ich gerade gemacht habe. Ja, ich kann euch das aber ganz genau sagen. Das glaubt ihr gar nicht. Nämlich habe ich gerade meine Lavalampe gesucht und angesteckt. Sag mal, warum kann ich kein Gas geben? Nochmal neu. Keine Ahnung. Ich hatte gerade ein Bedürfnis, meine Lavalampe rauszupacken und anzustecken. Ja. ja. Ich habe mal wehtan dabei sogar. Aber naja. Ich habe gerade bemerkt, also ich weiß nicht, ob ich gerade auch schon komplett verrückt worden bin, aber wir können kein Gas geben. Da steht Freifahrt, ja danke. Ich will aber keine Freifahrt. Ich will, dass du Gas gibst. Gib Gas, gib Gas, gib Gas. Super. Also wir müssen es ohne Gas da über den Berg schaffen. Nochmal Z. Ja, also mit dem Anlauf bestimmt nichts. So, und jetzt. Da, da, da. Yeah, gut. Und runter, ohne Gas noch immer. Und wie weit geht das noch? Ah, bis zu einem Checkpoint. Und da schon wieder ohne Gas. Das ist das ohne Gas-Level, Leute. Super. Und nochmal ohne Gas. Mann, oh Mann, was es da nur für hübsche Plattförmchen gibt. Okay, was ist jetzt? Oh, 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 oh. Sag mal, ich will das Level hier nicht nochmal machen. Oh Gott. Okay, okay. Aber er verliert eh ziemlich wenig Geschwindigkeit. Oh. Nein, nein, schaff's darauf.
Jawohl, super. Okay, super, super, super Leute gemacht. Super reagiert. So. So, Plattform A5. Mit der Ambulanz, Scheiße. Mit dem Baycar, ja? Yeah? Mit meinem Lieblingscar, ja? Yeah. Wobei ich das Rallye-Auto auch nicht schlecht finde, muss ich sagen. Also das, was man... Nein, nicht das Rallye-Auto. Rallye gibt's ja. Dieses Stadium-Auto. Stadium, so. Das, was wir jetzt gerade gekauft haben. Das finde ich auch nicht schlecht. Jawohl, genau. Also sonst noch was? Okay. Das war natürlich alles voll geplant, Leute. Also da keine Panik, ja. Ein paar Minuten nachdem der Wecker läutet, muss ich da noch anhängen, weil ich ja ganz einfach, ich war jetzt ja auch so 3, 4, 5 Minuten die Dinge aufbauen. Und ja, ne? Deswegen zählt das nicht zur Zeit dazu. Das war mein Fehler beim ersten Part, da habe ich auch so einen Kart-Trick gehabt und da habe ich dann auch direkt aufgehört. Ja, ist mir jetzt egal. Wir spielen eh nicht um Zeit. So. Okay, da geht's so. Nein, 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 nein. Gott, willst du mich verarschen? Okay. Für irgendwas ist die Bremse also doch noch gut. Alter, wie ich das schon liebe, jetzt schon. So schwer ist das eigentlich gar nicht. Normal sollte man das nach dem zweiten Mal schon parken, aber ich falle immer ein zweites Mal auf die Sachen auch rein. Ist so. Ja. Ist eben so, ne? Kann ich. Ah, ja, genau. So, super. Da? Okay. Wow, okay. Nein. Ja. Ne? Nein! Verdammt! Okay, ich check schon, ich check schon. Na, fies. Ich meine, mit dreimal zurücksetzen, mein Gott. Dann wird Silber so ziemlich jeder beim ersten Mal schon schaffen, ne? So wie auch die normalen Rennen. Da schafft eigentlich auch jeder Silber beim ersten Mal, wenn man sich zu unglaublich viel Scheiße baut. Ja. So wie jetzt das so zum Beispiel. Und ja. Super, das wollte ich auch. Aber ist mir egal. Ist mir egal. Okay. Ich habe gerade geschaut, ob ich mein Mikro runtergeklappt habe. Weil, ja, Meat Boy, einmal ist mir ja auch passiert, dass ich mein Mikro nicht runtergeklappt habe. Das musst du mal schaffen. Nein. Oh, okay. So, aber viel Zeit will ich hier nicht mehr verbringen. Das schaffen wir jetzt. Oh, super. Jetzt. Also mit jetzt meine ich jetzt, ne? Nicht jetzt, wie später jetzt. Ja, also genau jetzt. Doch, ha, jetzt, ich saß ja. So. Oh, 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 oh. Ja. So, bis jetzt schaut's gut aus. Bis jetzt schaut's gut aus, Leute. Oh. Okay, okay, okay. Wann sag ich in dem Game oder was? Ja. Na, du Penner, danke. Achso, da geht's direkt nächste Chance oder was? Achso, eh nicht hoch. Ja. Ja. Da rechts.
Wow, 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 wow. Nein! Aufzug? Aufzug? Gibt's keinen. Okay, jetzt sieht's wieder, wie die komplette Strecke aussieht. Das heißt jetzt. Das ist so geil. Ich sag's euch. So, gut. Ja, jetzt habe ich auch schon ein bisschen mehr bremst. Also vom Gas runtergegangen. Wow, okay. Da hätte ich schon fast wieder übertrieben. Da langsam und jetzt schnell. Über die Schanze da. Auf dort da. Gut, jetzt ein bisschen mehr Gas, bitteschön. Da rechts. Das war. Naja, nee, ja. Ja, super gemacht. So. Gut, das war's mit den Plattformen. So schnell kann's gehen, Leute. Also Rennen, Plattform, lasse ich aus. Nations machen wir noch und Star Trek lasse ich auch aus. So, da weiß. 15 Level sind das. Beim normalen waren das. Oh, warte, 15, 30, 35 Level. Also vielleicht, wenn wir uns. Also die ersten 5 schaffen wir bestimmt. Vielleicht sogar 10. Wer weiß. Mal schauen, ob Nations ein bisschen schwieriger war. Also von der Zeit schon 26 Sekunden. Ja, also United war ja jetzt bis jetzt nur so 21 Sekunden Strecken und so, ne? Eher so nicht so herausfordernd. Jetzt muss ich mich langsam wieder darauf konzentrieren, dass ich auf Zeit fahre und nicht auf Spaß, dass ich nicht runterfliege oder so. Weil man da ja eher nirgendwo rausfliegen kann. Das schafft dann auch nur der Mark. Gell? Ja. Und ja. Und dass ich halt schneller bin als der Typ da. Das ist ja unser Ziel. Da wäre. Na, da hinten wäre das Ziel. Okay. Gut. Okay, probieren wir es nochmal. Ja, also im Prinzip nicht schwer, das Level, aber halt um Zeit geht's, ne? Ja, von wo kriegst du die Geschwindigkeit, du sag? Kannst du mir das sagen? Also schneller als vor sind wir zumindest schon. Aber nicht schnell genug. Ja, ja, neuer persönlicher Rekord, wir wissen's. Gut, probieren wir mal auch nicht so sehr abzubremsen. So wie der Typ. Ja, dann sind wir auch schon ein bisschen schneller. Ja, okay, im Prinzip nur Gas geben, ein paar Mal lenken und das war's. Also sehr einfaches erstes Level für Nations. Ja, erstes Level halt überhaupt. Das darf ja gar nicht schwer sein, erst. Also nicht mal bei Super Meat Boy war das schwer. Also da immer schön fair bleiben. So. So, 17 Sekunden. Gut, kleine Chance wieder. Okay, das war's noch. Ziemlich simpel. Wir spielen gegen Australien übrigens. Letzte Runde habe ich gar nicht geschaut gegen wen. Wir spielen gegen den Grünen, glaube ich. Ja, das haben wir. So, auf in den nächsten in A3 Race. Gold natürlich wieder. So. Gegen die Türkei schon wieder. Hallo. Ja, das ist schon wieder nur. Eigentlich nur Gas geben und Lenklevel, also easy come, easy go. Okay.
6 Sekunden für ein Level, was ist denn? Ach so, das war ja gar kein Race, das ist Akrobatik, was auch immer das ist. Ich habe eigentlich, was Akrobatik ist, habe ich gar nicht geschaut. Okay. Also nicht viel Unterschied zum Race, außer dass die Strecken anders aufgebaut sind vielleicht. Okay. Ja, also keine Ahnung. Wie macht's denn der? Der macht es so, dass er kein einziges Mal auch nur ein bisschen driftet. Das will ich auch können. Ja, ich hab's auch könnt, aber ein bisschen zu weit links noch. Leck mich. Okay, nochmal. Ja, das sagst du nichts, gegen wen noch immer wir gerade gefahren sind. So, und das letzte A5 Race. Obwohl, na, gibt es überhaupt noch andere Fahrzeuge? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, das ist sogar alles nur mit dem, oder? Ich glaube schon. Naja, macht auch nichts. Ich mag dieses Auto. Sonst würde ich es nicht zocken. Okay. Ah, das war nix. Was stand da? Gegen wen fahren wir? Ich hab's jetzt irgendwas. Ich kann's nicht mal lesen. Okay. Ja, ne. So, jetzt habe ich. Ja, super, jetzt verdeckt mein Geist die Tafel. Ich denke. Ah, oh Gott, okay. Scheiß drauf, ich will nicht wissen, von wo der kommt. Auf jeden Fall machen wir ihn jetzt platt. So. Ja. Na, jetzt bin ich. Jetzt habe ich ein bisschen Geschwindigkeit verloren. Ah, die muss ich ja nicht so wieder aufholen. Aber immerhin ein neuer persönlicher Rekord. Oh mein Gott, waren wir schlecht. Ja, okay. Sehr gut. A6 Obstacle. Okay, Obstacle, Hindernisse, irgendwas. Schauen wir mal. 30 Sekunden dort. Naja, bin schon gespannt, was uns diesmal erwarten wird. Gegen Norwegen? Ja, denke schon. Ups. Wow, okay. Gut, dass wir vorhin ein bisschen viel Geschwindigkeit verloren haben. Merken wir uns die zweite Chance. Okay. Ach du Kacke, Alter. Wie wir einfach nur gerade aufs Fahren und alles überspringen, ey. Scheiß drauf. Race A7 Race. Habe ich zweimal Race gesagt? Ich bin echt bekloppt. Ja. Ein Tunnel oder so. Irgendwas. Ne? Hey, gegen meine Brüder aus Deutschland. Obwohl, so will ich das gar nicht formulieren. Ich fahre natürlich mit euch und nicht gegen euch. Ne? Aber eure Karre glänzt irgendwie auch geil, finde ich. Ich hätte gern mal die von Jamaika gesehen. Die Karre habe ich noch gar nicht gesehen. Naja. So. Ja, okay.
Das können wir jetzt sowas von vergessen, damit Vollgas irgendwie durchzucruisen. Da müssen wir jetzt auf jeden Fall mal ein bisschen vom Gas runter, sonst wird das nichts. Ja, ja, sieht gut aus. Jetzt mal ein bisschen lang. Hey. Oh, jetzt bleiben wir stehen. So, gut. Da ein bisschen, ne? Vom Gas runter. Mann, was habt ihr für einen Antrieb, Alter? Okay, 0,19 Sekunden waren wir hinter ihm. Euch. Oh Mann. Ja, an der falschen Stelle gebremst am Anfang einfach. Ja, oder so geht's natürlich auch, dass man sich das Spiel vermasselt. Ah, ja, okay. Verdammt. Gut. Okay. So. Ja, das war jetzt wieder eine beschissene Landung von mir. Wuhu. So, jetzt nehmen wir die Kurve aber von außen. Okay. Ja, schon wieder zu früh von der Bremse, obwohl, ne, wir haben es da noch ausgeglichen. So, bisschen konzentriert gerade. Ja, wir haben es geschafft. So, ab in die nächste in A8 Endurance. Was zum Teufel, was ist denn das schon wieder? Das sind ja alles Races im Prinzip. 1:08 Ausdauer oder was? Was? 1:08. Naja, schon langes Level. In Portugal. Oder? Ich hab das Schild jetzt nicht gesehen. Ja, genau. Oh. Oho, ich weiß schon ganz genau, was das ist. Rundkurs. Ein Rundkurs mit 3 Runden. Ja, wo fahre ich überhaupt hin erst? Na, ich will keinen Rundkurs. Da bin ich dann immer so verwirrt. Na gut, 1 Minute haben wir. Komm. In einer Minute. Das ist nicht Portugal, das ist. Das ist. Denke ich mal, Portugal hat andere Farben. Du bist unser Gegner auf jeden Fall. Das zählt. Ja, genau, okay, super. Die Kurve merke ich mal, was sowas von, da kannst du Kiff drauf nehmen. Aber bis dahin geht auf jeden Fall alles mit Vollgas und so, das finde ich auf jeden Fall sehr gut. Ja, mir fällt jetzt gerade überhaupt kein Land dazu ein. Egal. Falls ihr es hier wisst, dann wisst ihr es halt, ne? Ja, die Kurve passt. Jetzt nochmal das alles von vorne, ne? Wow, okay, bin ein bisschen zu schnell gewesen, da ich auch Schwung von der anderen Runde mitgenommen hatte. Das hätte ich mit einberechnen müssen, dass ich da irgendwo mal kurz von Gas gehe. Naja. Nicht schlimm. Jetzt kennen wir die Strecke. Ja, also es ist auf jeden Fall nicht schwer, wenn man sich nicht so blöd anstellt wie ich dort, dann ist sie locker machbar.
da steht sogar ein Schild mit Danger, dass man da bremsen muss und so, ne? Also noch viel blöder, wie ich kann man sich da nicht anstellen. Hallo Blubber. Wer mich wohl angeschrieben hat, ich habe keine Ahnung. Hey, was überholst denn du uns? Was glaubst denn du, wer du bist erst? So, wieder bremsen. Boah. Nein, du überholst uns nicht. Du schon. 0,12. 0,12 bei so einer langen Strecke, Mann. Erst, was habe ich gemacht? Ich hab nichts verbrochen. Nur der Blubber, der war schuld. Ich schau dann gleich, wer das ist. So. Denn bald ist der Part eh schon wieder aus. Also, keine Ahnung, der Wecker läutet dann irgendwann bald und da müssen wir noch ein paar Minuten dranhängen. Obwohl, ja. Naja. Das wäre ein halber Meatboy-Part, noch immerhin. Also bald ist es gar nicht. Wir haben noch schon ein bisschen vor uns. So. Keine Ahnung, warum der immer bremst, dass er da am Arsch der Welt wieder aufhört ins Bremsen, aber... ist nur ein Vorteil für uns, also uns ist egal. So, jetzt muss ich auch mal kurz bremsen, sonst werde ich da wieder irgendwo dagegen klatscht. So wie jetzt zum Beispiel. Ja, komm, dich hole ich noch ein, ich sag's dir. Pass auf. Aber das Schlimmste, was man machen kann, ist... nervös werden, weil einer vorne ist. Man soll einfach so weiterfahren wie immer. So wie ich zum Beispiel. Ich gebe da Tipps, aber die befolge ich selber nicht. Naja. So kann's laufen. Ruft hat man Pech im Leben. So zerbröselt der Keks einmal. Na? Multilab, ja. Ja, sehr gut bis jetzt. Und Gas. Gut. Okay. Unser Geist ist dabei noch vor uns. Aber da haben wir uns verbremst, glaube ich, in der zweiten Runde, so wie jetzt gerade auch. Warum machen wir unseren Geist alles nach? Oder sind wir die wirklichen Geister? Aha, da habe ich mich verbremst. Und da, ab da hat er mich dann überholt. Da hat er uns dann gehabt. Aber diesmal machen wir nicht denselben Fehler. Da haben wir uns dann auch schon verbremst. Naja, aber jetzt haben wir's. Das ist gut. Auf in die nächste Strecke in Race A9. Oh. Und der Wecker läutet, sehe ich gerade. Seit wann hat er schon geläutet? Ah, okay. Also, scheißegal. Der Wecker hat auf jeden Fall geläutet. Nächstes Mal sollte ich ihn lauter stellen, weil ich ihn schon wieder fast nicht gehört habe. Aber auf jeden Fall müssen wir jetzt noch ein paar Minütchen dranhängen. Mal gucken, was wir da noch so schaffen. Slowenien oder Slowakei? Ich kenne mich nie aus. Ich verwechsel die zwei Länder immer. Egal. Tut mir leid auf jeden Fall, falls so Slowaken oder so unter uns sind. Ja. So. Das ist schon so ein 27 Sekunden Level. Also ein bisschen ein längeres schon wieder. Aber kein Rundkurs. Ach so, ein Drift da rein. Oh, hätte ich das gewusst. 13 Sekunden. 0,13 Sekunden.
30 Sekunden wäre schon ein bisschen viel gewesen im Rennen. Naja. So, sieht gut aus bis jetzt. Unser Geist ist wieder vor uns, so wie immer. Ja, super. Super! Oh, meine Stimme ist irgendwie heute schon den ganzen Tag kaputt. Also heute ist Samstag, so, also bei euch ist heute Sonntag. Aber bei mir ist jetzt auf jeden Fall Samstag, ein Tag davor, wo ich das hochladen werde. Und habe vorhin gerade zwei Folgen Meat Boy aufgenommen. Ich bin fertig. Ich bin einfach nur fertig. Was da schon wieder abgeht, ey. Also ich will jetzt gar nicht drüber reden. Nee. Sonst passiert genau das, was jetzt gerade passiert ist. Seht ihr? Das passiert, wenn ich über Meat Boy laber. Ja, ist so. Ne? So. Ja. Ja, super. Angefahren sind wir. Ja, 0,01, verdammte Scheiße. So, ich weiß nicht, schauen wir noch kurz. Ja, ein Akrobatik-Level, das dauert ja nicht lang, weil Akrobatik-Level sind extrem kurz. Jetzt schaut 10 Sekunden. Was wir jetzt natürlich gleich beim ersten Mal schaffen werden. Kanada, hallo. Tolles Level. Wir müssen einfach nur in der Luft ein bisschen abbremsen, das war's, oder? Ich denke mal schon. Ja, okay, das sieht gut aus. Verdammte Scheiße, willst du mich verarschen? Okay, noch ein bisschen mehr abbremsen. Okay, noch ein bisschen mehr abbremsen. Ja. Oh toll, da kann man jetzt mal einschätzen, wie schnell wir eigentlich in der Luft so unterwegs sind, und ich kann das gerade überhaupt nicht einschätzen, heilige Scheiße, Alter. Was war das? So. Ja. Und was ist, wenn wir eher so seitlich reingehen? Ist das nicht dann besser? Nein, eigentlich nicht. Gut, dann nichts. Ja. Nee. Okay. Ich muss jetzt auch anscheinend vor der Luft auch schon ein bisschen abbremsen. Oder. Warte. Nein. Das war schon wieder viel zu viel. Boah, wie schwer ich mal mit den einfachsten Leveln tue. Ich sag echt. Und deswegen. Ich bin bestimmt kein 100% LP, Leute. Sicher nicht. So, okay. Nein! Ich mag nicht auf dem Finish landen, ich will im Finish sein. Die verarschen mich doch. Ja, nee, ist klar, ne? Ja, nee. Wird ehrlich jetzt, das gibt's ja gar nicht, wirklich. Ja. Kanada prallt oben ab, auf jeden Fall. Vielleicht, na, ich weiß nicht. Ist ja alles irgendwie komisch. Ja, sicher, aber der prallt ab und landet dann wenigstens im Ziel und nicht über dem Ziel. Sag mal, ich check's nicht, ich blick nicht durch. Ja, so wie der. Und uns? Ich bin nicht im Ziel. Ist voll fair, ja. So, und jetzt? Leicht über dem Ziel. Das war doch mal ein Schuss in den Ofen, würde ich sagen. So, jetzt. Jetzt, ja, Finish, Motherfucker. So,
viel Spaß. Ich meine, ja, schönes Wochenende noch oder was davon übrig ist. Wir sehen uns nächsten Sonntag oder in den anderen Videos. Tschö, Leute.